den Nordwest. So. Na? Na? Also ich entferne mich immer weiter von dem Ziel. Nee. Ist das so vorgesehen, oder? Hä? Ist das so vorgesehen, oder ist das das unbeabsichtigt? Nein. Ich möchte die jetzt nicht. Hätte mich dicken widersetzen. Nee, diesmal nicht. Ich hab dich nur die Tür öffnen hören. Diesmal. Und den Hund bellen. Ganz oft. Ja, also weiter geht's jetzt nun nicht mehr. Sagen die selten, dass du mal den Weg nicht findest. Ich finde nicht den Weg, ich finde nicht das, was ich suche. Also das, was ich suchen muss. Wie weit nordwestlicher sollst du noch bitte gehen? Hier ist Kartenende. Hier gibt's nichts weiter. Da! Du kleines Aas. Was denn? Ich habe Arzt gesagt. Ja, ich weiß. Die Vibes habe ich jedenfalls vernommen. Ah, schön. Boah, Nordost 1400. Okay. Na, das kann lustig werden. Habe ich hier noch eine Quest? Ja. Ich habe hier tatsächlich noch Quests. Das heißt, falls ich hier jetzt nicht weiterkomme, kann ich da hinten weiterkommen. Gut. Oh, wir brauchen nur noch einen einzigen Tank. Der wird ja wohl noch zu finden sein. Sag das nicht zu laut. Okay, hast recht. Ich weiß halt nicht, wo ich genau hin muss. Minimal unübersichtlich hier. Aber ich komme der ganzen Sache schon näher. Aber nur minimal. Nur minimal. Ja, dann geht's ja noch quasi. Nur höher hinaus, hinauf, hinab, hinüber. Wie auch immer. Gott! Das war auf jeden Fall falsch. Wie kommt man jetzt da? Oder muss ich runter? Nee. Aber da ist doch so ein Huckelchen. Wo ist Kajalakos? Kajalakos ist nur im Voice, nicht im Spiel. Nicht im Spiel, nee. Er weigert sich.
weiß auch nicht, warum. Nee, ich weigere mich nicht. Ich bin halt nur auch schon in einer halben Stunde fast wieder weg, weil morgen gibt es echt einiges zu tun. In der Zeit hättest du wunderbar mitmachen können. Wie frech. Ja, ne? Wunderbare Mist. Da musst du noch als Sound Alert machen. Ja, so viel Zeit habe ich bisher noch nicht gefunden. Magst du es nicht glauben, aber es gibt so etwas, das nennt sich Privatleben. Ja, wirklich, das habe ich auch. Stell dir mal vor. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen bei dir. Ja, es hapert daran, dass ich nicht weiß, wie ich da hochkomme. Okay. Problem ist kurzzeitig auf Eis gelegt. Okay. Ja, weil es jetzt Ramu an den Kragen geht. Oha, mal sehen, wie er hier aussieht. Stimmt, bei Ramu warst du bisher noch nicht dabei. Bei Shiva warst du schon dabei. Leviathan kennst du auch nicht. Garuda warst du dabei. Ifrit kennst du selber. Und Titan musstest du eigentlich auch kennen. Ein Blitzoper. Ja, stimmt. Ich mag die Musik bei Ramu auf jeden Fall. Der zornige Zeus. Das da ist Ramu. Der Rauschebart. Der sieht tatsächlich dem aus 9 und 7 ziemlich ähnlich. Die Synchronstimme, die deutsche von ihm, ist mega cool. Okay, das. Warte mal, muss ich aber hier den Sound anmachen. Also, die Synchronstimme hier hörst du nicht, glaube ich. Ach so, wo meinst du denn dann? Weil das hier nicht Story ist. Ah, okay. In der Story selber hört man ihn. Wir haben da was. Hilfe. Ich glaube, Cleo hat ihr Spielzeug fallen lassen. Glock. Ey! Ich mache. Weißt du, dieser Moment, du machst nichts. Man macht nichts. Warum? Ich habe den Sinn gerade nicht verstanden. Ich habe mich automatisch bewegt, dann reingelaufen. Ist das eine Fähigkeit von dem? Dass man dann automatisch reinläuft? Ach so. Okay. Ich wollte gerade sagen. Eigentlich ist er ja nur so ein Opa Zeus. Du kommst mit Mark auf den Kopf und dann musst du einer mit der Pflanze zu dir. Ah, okay. Ja, gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, so, hä? Habe ich schon wieder irgendwas nicht mitbekommen? Das wäre nämlich mal wieder typisch für mich. Nichts mitzubekommen. Aber den musst du jetzt nicht machen, das ist jetzt quasi freiwillig, oder wie? Wenn ich die Mounts farmen will später, muss ich's machen. Ah, okay. Also ich habe rein theoretisch... Kann ich jetzt schon wieder... Achso, ich bin Idiot. Ich muss es quasi machen, wenn ich die Mounts farmen will. Okay. Na gut. Der hier ist jetzt auch schwieriger als die anderen. Es gibt einmal die Götter... Dämmerung. Die ist, glaube ich, die einfache Stufe und dann gibt es Zenit der Götter und Zenit der Götter ist glaube ich das Schwere. Wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es eigentlich auch Dings Bahamut? Oh, zu heftig. Das weiß ich noch gar nicht. Also ich weiß, dass es. Also Bismarck gibt es. Shiva, Ifrit, Titan, Garuda, Leviathan, Odin. Ramu. Und dann dieses komische Ravanna. Okay. Ravanna und Bismarck gibt es, glaube ich, nicht in jedem FF. Okay, genau, Zenit ist schwer. Das tatsächlich gar nichts. Also, ich habe es in irgendeinem FF schon mal gehört,
Aber ich glaube nicht als Bestie oder Aeon, sondern als starker Nebengegner. Ah. Elektro ist okay. Killing us. Also ich nehme an, ich darf nicht im Wasser stehen, oder? Oder muss ich im Wasser stehen? Nee, bei Blitz ist es böse, wenn ich im Wasser stehe, ne? Machen wir erstmal. Wenn es nicht genau, dann weiß ich, an wem es liegt. Wobei bei 8 Leuten. Jetzt habe ich hier schon wieder meine. Ja. Ja. Ja, ich bin schon wieder in dem Ding drin. Ich gehe schon wieder auf den Gegner zu, ohne. Und werde jetzt einmal. One-hitted. Ja. Ja. Ich glaube, da sitzen wir länger dran. Das muss man also mal. Ja, hab ich schon. Aber so ein Ding startet ja nicht, wenn nicht alles vollzählig ist, ne? Also, nee. Oder? Also es müssen alle 8 drin sein. Und es müssen alle 8 die Szene fertig geguckt haben. Vorher startet es nicht. Du kannst auch vorher an deinem Startpunkt stehen bleiben. Ich glaube, solange keiner ihn angreift oder direkt vor ihm stehen bleibt, greift er nicht an. Okay. Also man hat ein bisschen Zeit, bevor man angreifen kann. Man kann also vorher noch eine Lagebesprechung quasi machen. Also sowas wäre cool, wenn man... Warte kurz. Falls wir so später kommen, Ads, die muss man noch killen und werden... muss man voneinander weg, okay. Komm, nicht schon wieder, ey. Voll Bauch, mein ich. Juhu. Ich fühle mich so bekloppt, wenn ich da reinrenne. Ich kann da nichts für, aber ich fühle mich trotzdem jedes Mal bekloppt, wenn ich reinrenne. Das ist so... Ja. Naja, wir haben noch 54 Minuten. Ist ja wenigstens etwas. Ich vergessen, was ich fragen wollte. Hm. Ah. Wie sagt man so schön, dann kann die Frage nicht wichtig gewesen sein. Juhu, und wieder alle tot. Ey, aber wir haben länger durchgehalten. Also alle anderen. Aber man kann mich aus dem Deepaf rausholen, ne? Ich bin gerade froh, dass ich nicht Heiler bin. Ne? Ich glaube, bei Ramu gehe ich niemals als Heiler rein. Zumindest nicht in dem schweren. Nicht im Zenit. Weil direkt danach bekommen manche einen Blitz um sich. Dann müssen die Leute dann damit Schaden machen. Okay. Das Witzige ist, ich bin sowieso immer diejenige, die den Debuff kriegt. Ich laufe immer.
Du läufst in den Debuff. Ich lauf straight auf den Boss. Das ist wie so das Prinzip mit den Motten und dem Licht. Die werden einfach davon angezogen. Ja, ich wusste, dass ich eine Motte bin. Ich wusste schon immer. Nein, du bist keine Motte, du arbeitest nur nach dem Prinzip. Ja. Das sind immer zwei, die sollten am besten auch zusammenlaufen. Okay. Los. Ja. Ich verstehe zwar nur die Hälfte von dem, was da gerade geredet wird, weil mein Englisch ist beschissen. Ja, ich sehe den Chat nicht. Ich kann da nicht viel zu sorgen. Nee, ja gut. Ich habe den ja auch absichtlich abgedeckt. Ich weiß, hast du schon mal erklärt. Dann gehen wir mal schon mal gucken. Warum? Ja, einfach nur, um die Privatsphäre anderer Menschen zu schützen. Ja, absolut richtig. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass meine Chats mitgelesen werden. Nicht? Nee, finde ich nicht ganz so. Bin ich nicht ganz so Fan von. Gar nicht. Was wir im Moment drauf zu achten. Ja, nichts falsch zu machen. Ich übersehe hundertprozentig gleich irgendetwas. Okay, jetzt habe ich hier wieder dieses Ding. Jetzt kann ich wieder nichts machen. Laufe ich wieder drauf zu und sterbe. das ist echt der Hammer. Erstens, ich bin die immer die erste, die automatisch stirbt. Ich kann nur nichts dran ändern. Warum immer ich? Warum hasst mich Ramu so? Warum? Warum hasst Ramu mich? Juhu! Wiederbelebt und direkt wieder tot. Ich hasse es. Ey, wie soll man den schaffen? Ich stelle mir gerade echt diese Frage, wie soll man den schaffen? Wie? Ist eigentlich ganz. Nee, ist zu weird. Nicht dein Ernst, Frosches. Oder kann ich dir gar nicht mehr gute Nacht sagen? Gute Nacht, Frosches. Schlaf gut. Nee. Also, sobald wir hier raus sind, das wird in 49 Minuten. Falls du noch wach bist, schaue ich bei dir nochmal rein. Weil ich kann leider jetzt nicht mehr. Ich kann leider nicht weg. Es sei denn, du kommst kurz runter. Wenn du kurz runter kommst, dann kann ich dir auch noch gute Nacht sagen. Aber ich kann leider. Ich kann leider nicht hoch gerade. Nach Geiermaus. Joa, danke Schnucki Hasen. Pupsi Mausi und was man sonst noch so sagt. Sagt man sonst noch so? Schatzi, Hasi, Mausi, Pupsi, Schnuckele, Häschen, Mausezähnchen, Kokosnute, Hibiskustee, keine Ahnung. Mein kleines Pfirsichpopöchen. Oh, ich wurde mal aus dem Super verfreit, das ist gut. Würdest du hier gebufft? Ja. Kürbiskernchen, das ist auch süß. Stimmt, Kürbiskernchen. Kürbiskernchen gibt's auch noch. Das ist geil. Kennst du das nicht? Nee, tatsächlich nicht in dem. Ich meine, ich weiß, was den Kürbiskern ist, aber ich kenne es nicht im Zusammenhang mit Herrenschuh. Oh, ja.
Ach, jetzt wieder. Mein kleiner Oreo-Keks. Mein kleiner Oreo-Keks. Gott, mir fehlen die einfachen. Prima Ehe. Prima Ehe, ich hab vorhin die ganze Zeit über das Wort nachgedacht. Ich war irgendwas mit auf D. Diamant oder Diamond oder so. Nee. Nee, ja, nee. Ich kann leider gerade nicht. Ich kann leider gerade die ganze gucken. Okay, jetzt kann ich gucken. Jetzt bin ich hier tot. Wunderschönen guten Abend. Aber die lieben Sanftfüßchen. Hoffe, ihr hattet alle einen guten Freitag und könnt jetzt wunderbar durchstarten. Ja. Also, ich hatte einen tollen Tag. Ich hoffe, du auch. Ja, das hier klappt gerade so semi-gut. Da wird halt mein Teil des Kürbis, welcher dazu gedacht ist, einen weiteren Kürbis so in der nächsten Vegetationsperiode zu gründen. Weiter Kürbis kenne ich aus dem Bild. Das war so klar. Ah. Ich hab keinen Bock mehr. Klar soweit. Läuft. Ja, rückwärts und bergab. Ah. Den packen wir nicht. Ich weiß, ganz ehrlich, ich habe echt keinen Plan. Ja, schwabbelt er da einfach so, irgendwie so hin und her? Das ist der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Natürlich. Bald kann ich nur die Musik nicht mehr hören, wenn das so weitergeht. Es ist ja cool, aber wenn man es jetzt irgendwie permanent hört, ja. Dann ja, ich weiß nicht, wie lang die Indie geht. 80 Minuten, 90? Also, wie viel Zeit man hat. Wir hören sie auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Nicht wenn, das ist. Ich schwabble ebenfalls so. Nein, tust du nicht. Tust du nicht, Frisches. Das tust du einfach nicht. Was wird da jetzt markiert? Bitte einmal kurz zur Erklärung. Ich bin gerade etwas confused. Ein bisschen. Wir haben dann, glaube ich, die kleinen. Okay. Escape from. Ganz ehrlich, rein theoretisch kann ich gleich bei 2 stehen bleiben, weil ich sowieso immer den Debuff kriege. Von A nach D gekillt, okay. Wie gesagt, ich kann eigentlich gleich bei 2 stehen bleiben. Rein theoretisch. Okay, also. Ja, die Runde. Ah. Ich will nicht. Ich sag ja, ich kann da gleich stehen bleiben. Weißt du, wer kriegt das? Das ist ich. Ich bleib da einfach gleich stehen. Das ist das Sicherste.
Ja, gut, okay, ich bin gleich tot. Das wird nichts. Das wird nichts. Wie viele sind gleichzeitig verreckt gerade? Die sich immer nur so auf eine einzige Sache konzentrieren kann. Ne? Ich finde, das passt auch nicht gut. Immer nur das in mir. Weißt du, ich gehöre zu den Menschen, ich kann immer nur eins. Entweder kann ich mich auf die Umgebung konzentrieren oder ich kann auf die Angriff konzentrieren. Wenn ich beides mache, dann gebe ich irgendwas in Chat an. Und wundere mich, warum ich mich nicht bewegen kann. Ich bin ja gestern zu suchen, ein paar Mal passiert. Ich weiß nicht warum. Ich meine, klar, ich weiß warum, aber. Also, oft weiß ich auch, warum ich sterbe. Ich weiß es noch nicht immer. Zur Seite und nach vorne und dann steht ich nur www.aaddd. Immer so Sachen, auf die ich nie achte. Genauso wie bei der dritten Inni, also wenn man das Spiel ja gerade anfängt, wie du, bei der Kupferglockenmine. Ja. Das Ding mit den Bomben. Ich habe das so oft nicht gereizt. Juhu. Ja. Muss ich jetzt in diese Blitzdinger da reinlaufen? Oder nicht? Erstmal okay. Respekt, ich hätte schon längst ausgegeben. Aufgegeben. Das kann ich ja nicht machen. Okay. Das ist doch genauso frustrierend wie Crash Bandicoot. Vielleicht nicht genauso, aber. Ja, keine Ahnung. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht. Ja, keine Ahnung. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was abgegangen ist.